Herzlich willkommen, Ride Expert Community. Wie ihr seht, wir sind heute im Wald. Was machen wir im Wald? Wir sind beim Fierce Event. Und was hier alles so passiert, das seht ihr jetzt gleich im Video. Hier laufen auch ein paar Zombies rum. Hallo, Zombie. Hallo. Also viel Spaß im Video. Wir haben hier die Nadi. Die Nadi war letztes Jahr schon mal dabei. Habt ihr vielleicht in einigen Videos gesehen. Nadi, warum bist du dieses Jahr denn nochmal dabei? Hat es dir so viel Spaß gemacht? Erzähl mal. Auf jeden Fall. Das ist Adrenalin pur und das macht so viel Spaß. Und das ist einfach ein großes, großes, großes Muss für jeden The Walking Dead Fan. Also was macht dir da am meisten Spaß? Einfach das Rumschlurfen hier als Zombie oder auch die Squads jagen? Alles, alles. Da gibt es gar keinen, was man irgendwie sagen kann, das ist irgendwas Bestimmtes, das ist alles. Also das Gesamtpaket hier, das stimmt. Das Gesamtpaket einfach, das ist einmalig, glaube ich, das habe ich noch nie erlebt und muss man erleben, kann ich mir empfehlen. Ja, wir sehen auch, du bist schon extrem krass geschminkt und kommt denn da noch was dabei oder bleibt das jetzt so? Ja, es kommt noch was, es wird ja noch spannend. Gut, mehr wollen wir nicht verraten, dann viel Spaß. Wir haben zwei Neulinge am Start, Marvin und Lea. Was erwartet euch von der Veranstaltung? Ja, wir hoffen uns auf jeden Fall viel Spaß zu haben, ein paar Leute zu erschrecken und hoffentlich ein paar Schreie zu erzeugen. Quasi. Erzeugen, ja. Na, Lea auch? Genau das Gleiche. Genau. Hauptsache sehr viel Spaß und sehr viele Schreie. Ja. Erschreckte Gesichter. Ja, erschreckte Gesichter. Und ihr habt Hunger auf Squads, auf Squadfleisch, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Wir haben auch ein Squad schon im Visier, was wir da so ein bisschen malträtieren wollen. Ihr Freund ist heute auch da. Und ihr Freund ist quasi im Squad-Team? Ihr Freund ist im Squad-Team. Der Survivor. Ja, super. Dann freuen wir uns auf eure Action.
viel Spaß nachher und über und 24 Stunden gibt Vollgas. Ja, das machen wir. Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Gerne. Ja, wir haben hier die Mona, auch sie ist zum zweiten Mal dabei. Mona, gibt es einen Grund, warum du zum zweiten Mal dabei bist? Ja, also ich fand es mega geil tatsächlich letztes Jahr. Das war eine ganz spontane Aktion. Eine Freundin hat mich eingeladen und ist auf das Event aufmerksam geworden. Und dann wollte ich dieses Jahr unbedingt wieder dabei sein, weil das halt absolut das geilste Event war, was ich das letzte Jahr gemacht habe. Ja, kann man verstehen. Das Event ist ja, wie ihr schon im Video gesehen habt, ist ja extrem krass. Und du bist eine der glücklichen Gewinnerinnen, das ist richtig. Ne? Und du hast nicht nur eine Karte gewonnen, sondern? Insgesamt drei. Einmal halt bei White Expert und... ich weiß nicht, habt ihr eine oder zwei verlost? Zwei. Zwei, dann zwei bei White Expert und bei Screenfire habe ich auch noch eine gewonnen. Ja, da hast du richtig Glück gehabt. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß und fress ordentlich Fleisch. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier den Alex bei uns im Interview. Der Alex ist einer von vielen Koordinatoren von dem ganzen Spiel. Alex, sag uns kurz, was deine Aufgabe ist. Ja, also wir weisen die Zombies ein, was sie machen können, was sie machen dürfen, wie sie es machen dürfen und gucken, dass wir immer einen größtmöglichen Überraschungsmoment rausholen können für die Jungs und Mädels und versuchen halt den Survivor dementsprechend das Leben damit schwer zu machen. Wir haben hier das nächste Team, auch eins von den Survivors und die sind relativ neu. Wie ist euer Teamname? Team 4. Fiers. Also wie das Spiel quasi heißt, 4 Fiers mit Z am Ende, ganz normal. Ihr seid zu viert, also wie Fiers, oder? Wir sind zu viert. Wir haben letztes Jahr schon mitgemacht und jetzt das zweite Mal und der Chevy ist neu dazugestoßen. Warum hast du dich dazu entschieden, neu dazu zu schließen? Einfach, weil du Bock hast, oder? Das ist geil, wenn meine Frau vor ein paar Monaten darüber redet. Aber es war zu teuer und dann die geilen Leute haben mich einfach eingeladen. Ich dachte mir, Alter, wie geil ist das denn? Dann nehme ich doch an. Einen von euch kennt man auch, glaube ich, auch so ein bisschen aus ein paar anderen YouTube-Videos. Man kennt es vielleicht alle so leicht. Ja, genau. Ja, also wir haben ja auch andere YouTuber am Start, die selber mit spielen heute. Und dreht ihr selber auch? Ein bisschen. Anfangen, ja, also ich werde ein bisschen was mitnehmen. Wir haben letztes Jahr schon ein kleines Video dazu gemacht. Natürlich ist es ein bisschen problematisch, wenn es dunkel wird, dann kann man die Atmosphäre natürlich nicht so mit einfangen mit der Kamera, wie es jetzt im Real Life der Fall ist, aber ich denke gerade am Tag, wenn wir ein paar knackige Aufnahmen mitnehmen und dann wird sie auch auf Screenfire geben und ich denke auch Radio Raccoon. Wir sind ein Podcast. Haben wir uns fast gedacht. Also, euch viel Erfolg, viel Spaß vor allen Dingen. Verletzt euch nicht und gebt ordentlich Gas. Machen wir auf jeden Fall. Danke euch. Der erste Preis ist unser! So, wir haben hier eins von den großen Survivor-Trupps. Wie ist euer Teamname? Wir sind New Order.
You Order, habt ihr gehört? Und ich glaube, die Jungs hier und Mädels haben richtig Bock, heute Nacht hier sich durchzuschlagen. Ich habe so eine Frage. Seid ihr nur zum Zombies-Killen hier oder killt ihr auch andere Teams, wenn es sein muss? Ja, ich denke, wenn es sein muss, töten wir, glaube ich, jeden. Ne? Also jeden, aber uns nicht. Wir sind hier für euch. Ja, da habt ihr Glück gehabt. Also gebt ordentlich Gas. Viel Spaß, Jungs. Ne? Und Abschlachten, habe ich gehört. Es gibt ja so einige Momente, wo man mal so ein bisschen den Säbel schwingt oder so. Gell? Müssen wir wohl. Ja, wunderbar. Okay, viel Spaß euch. Gell? Danke. Ciao. Also, einfach mal spontan in die Runde reingestört hier. Servus. Servus. Ihr seid auch ein Squad-Team, wie ich sehe. Habt ihr einen speziellen Namen? Jetzt haben wir einen Namen? Ja, die Einhörner, oder? Die Einhörner. Die Einhörner. Warum? Weil du dir bist du gegen den Baum schon gerannt? Ich guck mal gerade nach, frech. Jawohl. Nee, das ist er nicht. ihr seid zu viert, oder? Ja. Ja, und seid ihr das erste Mal dabei oder schon öfters dabei gewesen? Nein, zum ersten Mal. Die drei Döses und der Deutsche. Wo kommt ihr her, wenn ich fragen darf? Aus Oberösterreich. Oh, also weite Anreise. Wie habt ihr davon erfahren, von dem Event hier? Über Screenfair. Das haben wir schon gehört. Also es gibt einige, die über Screenfire und über uns das hier, das Event kennen. Und ja, viel Erfolg euch. Viel Spaß, verletzt euch nicht und gib auch nicht Gas. Willst du noch irgendwie was sagen dazu, zu deinem Team? Die letzten Worte. Die letzten Worte, bevor du gefressen wirst. Hat Spaß gemacht, gell? Hat Spaß gemacht, gell? Viel Erfolg euch, gell? Ja, genau. So, ich muss ein bisschen leise sein, weil hier ein bisschen weiter, ein paar Meter weiter vorne, also 20 Meter, sind jetzt die ganzen Survivor Squads. Die sind gerade in ihrer Besprechung, in der Teambesprechung, mit dem Caro, mit dem Teamleader quasi, mit dem Veranstaltungsleiter, Spielleiter quasi. Was die nicht wissen, die werden jetzt gleich beim Start überrascht. Und den Start mit den Zombies, die auch alle fett geschminkt sind, den Start gehen wir jetzt. Thank you.
Wir haben noch viel vor. Wir haben noch viel vor. Wir haben so viele Ideen, was wir noch nicht ausgespielt haben. Und die werden zu kaputt. Ja, also manche sind echt tot jetzt schon. Also, die sind auch sick gelastet. Ja, deshalb gib mal vor, dass wir, gib mal durch, dass sie alle ein bisschen nur noch rumschlürfen sollen. Mhm. Also, guck mal, wie die alle rennen. Ja. Die rennen hier nur vorbei, wir stehen hier eigentlich ja. Nur. Einer. Der Frau von Bruce kommt da nicht ab. Aus dem Meter Entfernung. Ja, gut. Weiß nicht, also wie viele Mücken kannst du erschlagen? Mücken? Ja. 7472, bei Zombies wird schwieriger. Also ich hab hier, wir haben ja ganz viele Mücken, also wenn du hier die Mücken erschlägst. Oh, dann? Kannst du was dazu verdienen? Was denn? Was willst du? Stehe ich den ganzen Tag hier. Ist mir egal, ob du hier rumstehst oder wie du das machst. Menschlich, aber Zombie. Also das ist nicht eine ich kann Fisch nehmen, ich schütze immer die frischen Witze. Nee, kurz geht ja nicht. Hier sind die Mücken, die mich nerven. Ja, dafür bezahle ich was. Wie viele Ohren habt ihr? Wie viele Ohren habt ihr? Zehn. Zehn? Ja. Ist immer schlecht zu sagen, was wir haben. Wie viel Munition wollt ihr? Wir wollen keine Munition, wir wollen andere Waffen. Wir wollen eine Nahkampfwaffe. Okay. Du, wie viele Kills habt ihr auf dem Scoreboard? Keine. Okay, gut. Dann kriegt ihr Munition für die Ohren. Wie viele Kills brauchen wir auf dem Scoreboard? Jede einzelne. Also, also gibt mir mindestens 10. Ich meine, ich nehme auch 20 oder 30. Oder, oh, aber weil du es bist, fangen wir bei dir einfach bei 20 an. Wir gehen dann mal weiter, Jungs. Okay. Nicht? War ein gutes Angebot. Nützt nichts. Nachher ist es teurer.
Ja, wir brauchen dringend eure Hilfe. Ja, das ist ziemlich einfach. Also, ich erkläre es dir genauso, wie ich allen anderen erklärt habe. Okay. Er ist nicht dort. Okay. Sondern dort. Okay. Das ist besser gesagt. Können wir dir was geben für irgendwie weitere Informationen? Okay, ich erkläre es, wie ich allen anderen erklärt habe. Er ist nicht dort. Er ist dort. Du musst nochmal mit ihm reden. Du musst die richtige Frage stellen. Das ist ja, Entschuldigung, Entschuldigung, wo finden wir denn die Questmaster? Ich erkläre es euch, wie ich ihn anderen erklärt habe. Er ist nicht dort, sondern dort. Entschuldigung, wie finde ich den Questmaster? Ja, wir verbrauchen jetzt Zeit. Wie ich ihn erklärt habe. Er ist nicht dort, sondern dort. Wie viel kostet die eine vollautomatische Schusswaffe? Wie viele Kills auf dem Scoreboard hast du? Weiß ich nicht. Dann nicht genug. Wie viel braucht man? 40. 40? Nein, hier gibt es eine Gruppe, die hat rosa Crocs. Wir wollen diese Crocs. Ja? Ja. Und was kostet es dann? Das sehen wir dann, und die Crocs hat. Okay. Okay, danke sehr. Bitte sehr. Also, vergiss nicht, rosa Crocs. Los geht's!
Da habe ich Geld für bezahlt. Kommt euch eure eigene Scheiße hier. Also das Spiel läuft jetzt gute 17 Stunden. Die Squads sind ziemlich am Limit schon oben angelangt, nicht nur psychisch, auch physisch. Hier hinten läuft gerade ein Spiel. Hier gibt es eine Flasche Bier. Da sind natürlich auch einige, ich glaube, ich guck mal gerade. Also geschätzt 10, 12 Zombies dabei. Die müssen natürlich ausgeschaltet werden, die Partykolonne, damit es eine Flasche Bier gibt. Also es geht rund. Es gibt immer wieder super geile Aufgaben, wo die auch mal was zu essen bekommen, die Squad-Teams. Oder mal ein gutes Bier. Oder halt auch Ohren, Munition und. Alles was man so braucht. Müsli-Riegel und Bananen sind übrigens ganz hoch im Kurs. Von dem heiligen Papier. Und man könnte es oben uns in den Müllsack schmeißen. Ich wollte euch gehen auf die Seite. Viel Spaß. So, der Hauptteil des Spiels ist schon rum, also fast 24 Stunden gegamed. Die Spieler bekommen jetzt aufgrund der extremen Hitze gerade, Westen gibt es übrigens auch, aufgrund der extremen Hitze gerade bekommen die jetzt noch eine halbe bis dreiviertel Stunde Pause. Dürfen sich noch mal so ein bisschen ausruhen, ein bisschen was trinken. Und dann geht es ins Last Man Standing Sudden Death Match. Und das wird noch mal richtig spannend, denn die Spielfelder, diese 200.000 Quadratmeter, das wird im Ganzen kleiner gemacht. Und je weniger Spieler, also je mehr Spieler gestorben sind, umso enger und enger und enger wird das Spiel, Spielfeld. Ja. Und das wird nachher auf jeden Fall richtig spannend. Alles klar, vielen Dank. Och Mann!